Beinahe die gesamte Region Celle ist in diesen Tagen von dem Hochwasser der heimischen Flüsse betroffen. Besonders stark davon Winsen und Umgebung. Die Aller und die Ohe fließen quer durch die Gemeinde. Neben Auen und Wiesen sind auch Wohngebiete und Campingplätze überflutet. Auf dem Campingplatz Wacholderpark in Wietze sind bis jetzt nur einige Camper betroffen. Ja, ich habe seit Jahren hier meinen Wohnwagen stehen und alle 4-5 Jahre sind wir davon betroffen, dass wir eben mal absaufen hier. Ist halt so. Haben wir schon mit abgefunden so und ist halt so. Trotzdem bleiben wir hier. Okay. Sind aber immer mit Menge Kosten verbunden. Ne? Ja, das Kuriose ist, mein Platz liegt höher und wie gesagt, ich habe das Leid nicht wie die anderen. Ich war sogar heute in Hohenbostel, habe Pflanzen gekauft. Gestern musste ich Rasen mähen. Ich habe halt das Glück, weil mein Platz höher liegt. Ich habe zwar keinen Wasserplatz, aber es ist ja nur entweder mein Wasserplatz und säuft ab oder kein Wasserplatz und säuft nicht ab. Ne? Und dafür bin ich jetzt hier und ich gucke bei meinen Nachbarn und Kollegen immer rum, ob irgendwas passiert, ob was absäuft und man macht Kontrollgänge. Und es ist schon für die anderen, die es betroffen hat, ist es schon ziemlich schlecht, muss ich sagen. Ne? Wenn jetzt noch 5, 6 Zentimeter mehr kommt, dann bin ich abgesoffen. Bis jetzt habe ich noch Glück gehabt. Der Campingplatz an der Hude in Winsen steht fast komplett unter Wasser. Über 30 Camper wurden schon evakuiert. Und viele Gäste haben für das kommende Wochenende abgesagt. Für die Betreiber bedeutet dies hohe Verluste. In Westerohe wurde für die Bewohner, die von dem Wasser abgeschnitten wurden, eine Holzbrücke errichtet. Auf Gummistiefel und Warthosen ist man hier trotzdem angewiesen. An einigen Orten, wo das Wasser keine großen Schäden angerichtet hat, kann man aber auch die schöne Seite des Wassers bewundern. Wir kommen aus Dören, mein Mann und ich. Wir fahren sehr gerne Fahrrad und möchten hier uns mal das Wasser anschauen. Und habe mir extra meine Gummistiefel mitgebracht und werden jetzt durchfahren, um eine Kleinigkeit von Wietze zu besorgen. Bleibt zu hoffen, dass die steigenden Pegel, die in den nächsten Tagen erwartet werden, nicht allzu viel Schaden anrichten.